So, dann gleich mal hops. Hops, sage ich. Und gucken, welchen Tag wir haben, bevor wir da jetzt extra zu dem Boot laufen. Mittwoch nämlich. Das wird nichts. Schlafen. Schlafen. Sechster Tag. Siebter Tag. Na, nicht nochmal. Sieben Tage reicht. Also, eigentlich vier. Aber ja, das reicht. Evenmorn, sehr schön. Oh, die Skelette sind da. Hm, warte mal. Mach du mal Schadensbuffs. Du mach mal Fliegen. Räum hier so ein kleines bisschen auf. Einfach nur zum Aufwärmen. Und fliegen dann zu diesem Küstenstreifen, wo Sand war. Oder Wüste, je nachdem, wie man es sehen will. Irgendwo hier auf dieser ersten Insel. Und da müssten wir dann Meister werden können im Feilschen. Und dann gucken wir mal, ob wir gleich im Anschluss auch Großmeister werden können. Das wäre ja doch recht praktisch. Weil Geld, ne? Ist so eine Sache bei unseren Helden gerade. Oh, und sogar eine neue Djinn-Lampe. Sehr schön. Zing. Der Fluch? Achso. Da redet er von der herrlichen Insel, auf der er lebt. Meister Feilschen. Nicht erfüllt? Warum nicht erfüllt? Wir brauchen den Expertenrang. Wir brauchen Fähigkeitswert von 7. Wir brauchen Charisma von 50. Und 5000 Goldstücke. Also wird es einem Charisma mangeln. Warte. Jetzt müssten wir dezent mehr haben als 50. Genau, 119. Nee. Okay, kein Problem. Da können wir weiter tricksen. Also es wird jetzt nicht die Charisma hier vorne gemeint sein, die temporäre, sondern die permanente. Wobei permanent ziemlich relativ ist, denn wenn man einen Ring abnimmt, ist es ja nicht mehr permanent. Und wir hatten da einen Ring, das weiß ich. Charisma plus 16. Reicht der schon? Jo, reicht genau. Tada! Brigham der Sparsame. Ich will aber nicht wissen, wie viel Charisma man da braucht. Das könnte schon problematischer werden. Und sie behält den Ring einfach mal. Das wird Lulanera schon nicht ärgern oder so. 3 Punkte noch für Feilschen. Das sind eine Menge Hufeisen, denke ich. Mal gucken. Du hast keine, du hast keine, du hast eine Menge. Zing, zing, zing. Nächste Hürde, die ich sehe, also abgesehen von den 10 Punkten in Feilschen und den wahrscheinlich 150 oder was Charisma, das Gold. Wir werden es nicht leisten können, Großmeister im Feilschen zu werden, wenn das hier schon 5000 gekostet hat. Aber na gut. Feilschen, Feilschen und nein! Ein Hufeisen fehlt. Das ist ärgerlich. Na gut. Oh, was mir noch einfällt. Hier in den Evermore-Inseln gab es Gold und es gab eine Wassermagie-Schule. Und zwar eine ziemlich hohe, wenn nicht sogar die höchste. Da sollten wir auf jeden Fall mal reinschauen. Wegen dem heißgeliebten Lloyd-Speaken oder Leuchtfeuer. Wobei wir dafür auch nicht das Gold haben werden, aber nee. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo richtig viel. Genau hier. Okay, 1000 ist nicht so... Was zur Hölle war das? Oh. Ich habe aus Versehen den Dreckhaufen angetatscht. Das ist eklig. Oh. Kampfkunstmeister. Achso, das ist die andere Art von Kampfkunst, ne? Ja. Das ist wieder so eine Mönchs-WG, wie wir sie schon öfters gefunden haben. Also ein Haus, wo zwei NPCs drin sind, die jeweils etwas erhöhen, was für Mönche relevant ist. Man sollte echt mal so eine Mönchtruppe machen und damit versuchen, das Spielzeug zu spielen. Wäre bestimmt interessant. Weil alle haben klerikale Zauber, die dürften nicht so schnell sterben und sie brauchen keine ordentliche Ausrüstung, weil sie halt mit Fäusten kämpfen. Hm. Aber ja, Gerogon, du hast vollkommen recht, das ist lachhaft. Wir kriegen hier fast kein Gold. Wir sollten irgendwo anders hingehen.
um genug Gold zu machen und eventuell noch Hufeisen abzugreifen. Dazu müssen wir allerdings erstmal von den Gegnern weg. Obwohl, nee, wir sind jetzt der Großmeister, ne? Dann können wir jederzeit weg. Das ist sehr praktisch. Und wir können uns jetzt direkt in die Hölle teleportieren. Können, wollen, ist so eine Sache, ha? Hufeisen. In Deja haben wir die Hufeisen, glaube ich, noch nicht aufgesammelt. Wir brauchen so oder so erstmal Gold. Ich guck mal ganz kurz unsere Aufträge. Was haben wir da so? Wir haben den Tempel von Ban Afli. Da würden wir sogar noch mehr Stufenaufstiege für alle Helden bekommen. Wir haben den perfekten Bogen aus der Titanenfestung. Wobei Titanenfestung halt eine Festung voller Titanen ist. Findet Haldars Gebein im Labyrinth von Niggen. Das war nervig wegen den Augen. Findet die drei Statuen, findet die drei Gemälde, gewinnt die ganzen Arcomage-Turniere. Das Arcomage hier allerdings hatten wir schon gewonnen, oder? Ich glaube ja. Gerogon aus der Vergangenheit meinte, wenn wir das jetzt nicht machen, vergisst der Gerogon aus der Zukunft, also ich, das später zu machen. Willkommen in der Gilde des Wassers. Und Leuchtfeuer 16.500. Nö. Eissturm. Schleudert eine Kugel aus Eis in Richtung des Zauberers. Kugel zerbirst, 7 Eissplitter. Die fast keinen Schaden machen. Janni, wir würden gerne nach Afli. So. Und in Afli werden wir den Tempel von Bar mal genauer unter das Auge nehmen. Das klingt irgendwie einladender als die Titanfestung. Wobei, ein Vöglein mir gezwitschert hat, wir könnten doch einfach unsichtbar da reinlaufen und den Bogen klauen. So wie wir das ja eigentlich hätten machen können bei der Zaubererprüfung. Also reinlaufen, unsichtbar, die Schlüssel, Rätsel machen und dann raus. Das klingt echt nicht schlecht. Das macht ziemlich viel Sinn. Du, das an. Also ja, das können wir später auch noch machen. Aber erstmal Tempel von Bar. Und ein paar Weibern? Nein. Die Weibern bringen zwar auch Gold, aber wenn ich das jetzt mache, dann muss ich gleich wieder schlafen, dann muss ich wieder buffen. Und ich will nicht wieder buffen. Den haben wir schon. Den brauchen wir noch. Du musst noch Licht machen. Du brauchst noch... Boah. Den brauchst du gar nicht. Habe ich den jetzt eben gerade schon gezaubert gehabt, oder ist er doch schon bei diesem Pakt mit dabei? Komisch. Na gut, du... Das da. Und hier müssen wir jetzt aufräumen, sonst haben wir ein Problem. Wenn wir aus dem Tempel fliehen wollen. Und so ein Luftkampf hat schon was Schickes. Das kenne ich nicht in vielen Spielen, dass man wirklich frei fliegen kann. Weil es nimmt halt recht viel weg. Das heißt, normalerweise sind die Programmierer so drauf, dass sie was designen und dann den Spieler quasi forcieren, darauf vorbeizukommen. Wenn man fliegen kann, kann man tierisch viel übersehen. Man muss also tierisch viel mehr programmieren. Was keiner wirklich will heutzutage. Wir wollen noch Geld. Stirb. So. Und ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder schlafen müssen. 220. Das ist echt nicht schlecht. Obwohl, ich muss eigentlich gar nicht mehr schlafen. Ich habe einen Zauber, mit dem ich alle Zauberpunkte wieder bekomme. Aber diese 10 Jahre altern, da soll es wohl einen Trank für geben. Oder einen Jungbrunnen. Beziehungsweise und oder einen Jungbrunnen. Aber den haben wir noch nicht. Weder das eine noch das andere. Charisma. Haben wir schon den Buff? Ja. Plus 7. Nicht bestanden. Ach ja, Talana. Irgendwie mag dich keiner. Du jetzt vielleicht? Ja. Sehr ulkig. So, du den wieder. Und jetzt hätten wir... Falsche Taste. Jetzt hätten wir... auch genug für falschen Meister. Also Großmeister. Fehlt nur das Gold. Was genau sollen wir hier drin eigentlich machen?
Töte den Hohepriester von Bar. Okay. Wir wollen nicht den Fahrstuhl nehmen, wir wollen hier runter. Damit wir auch wieder hochkommen, weil dem Fahrstuhl traue ich nicht. Und hier drin fliegen können wir nicht. So. Schutz von Magie ist noch gar nicht an, ne? Da. Nix drin. Karte sagt allerdings, da ist was. Also unser magisches Auge sagt uns das. Oh, ein Lagerraum. Ein Lagerraum, wo man nichts mitnehmen kann. Wo gezaubert wird. Kaputt. Oh, oh, oh. Das war ein Schreck. Na du, heime bitte alle. Du töte einfach. Oh, das sieht wichtig aus. Priester des Mondtempels und eine Todesspinne? Sehr komische Haustiere habt ihr hier. Was ist da hinten hinter den Gittern? Komm schon. Einer von euch könnte Hohepriester sein, oder? Arbeiterteufel. Kriegerteufel. Das tut irgendwie weh. Au. Kriegerteufel. Die sprengen sich gegenseitig die Luft. Ich weiß ja nicht, ob ich die da rauslassen sollte. Warte mal. Zing. So. Jetzt lassen wir einen raus. Das war dich. Oh, sieht nur garstig aus. Der Feuerball macht fast gar keinen Schaden. Wegen unserem Schutz vor Feuer wahrscheinlich. Und der ist tot. Und hier ist sowas drin. Eine 150... Das ist wirklich... nicht nett. Da kämpft man schon Höllenteufel und kriegt eine 150 Gold-Lederrüstung. So, kommt mal raus da. Ich kann euch so nicht auch nicht treffen. Okay, dann halt auf die harte Tour. Geoman sollte mal seinen Zauber hier abwählen, damit er im Nahkampf angreift und seinen schönen Streitkolben ausprobiert. Zing. Ihr seid nur Arbeiter, klasse. Ihr seid ganz schnell tot. Das tut irgendwie weh. Dau. Erdbeere auf dem Boden. Ja, nee. Irgendwie ist das hier komisch. Aber vielleicht haben wir so hier irgendwas geöffnet. Also, außer die Zellen. Au. Da kommen wir her. Dich nehmen mit. Au. Au. No. Ja, okay. Hier sind schon ein paar mehr. Au. Au. Das tut dir ja, 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 ja. Du. Heilung. Ihr zuerst. Ihr haltet nichts aus und macht viel mehr Schaden. So. Und Fässer. Was haben wir da Schönes? Orange kriegt man sie. Blau kriegst auch du. Weil du hast irgendwie recht wenig Zauberpunkte immer. Reaktion kannst du auch ruhig haben. Noch mehr Charisma. Hier liegt irgendwo irgendwas?